Und herzlich willkommen zu Madame Fuchslis YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch heute, wie ihr diese kleine Spinne häkeln könnt, passend zu Halloween. Wir benötigen natürlich Wolle, zwei Farben. Je nachdem, wie ihr eure Spinne gestalten wollt, könnt ihr in den Farben variieren. Ich habe einmal eine schwarze Glitzerwolle für die Beinchen und einen Grauton für den Körper. Außerdem habe ich diese kleinen Augen zum Ankleben. Natürlich kann man auch Augen häkeln und sie dran nähen. Ich fand jetzt diese Klickeraugen ganz lustig dazu. Wir beginnen mit den Beinchen. Ich häkel die Beinchen in einer anderen Farbe, damit man gut sieht, wie man in die Maschen einsticht und wie die Beinchen gehäkelt werden. Von den Beinchen brauchen wir 8 Stück. Wir beginnen ganz normal mit einer Schlaufe. Und häkeln erstmal 20 Luftmaschen. Jetzt überspringen wir unsere erste Masche und stechen in die zweite Masche ein und häkeln an der Luftmaschenkette jetzt zurück 9 Kettmaschen. Eine Kettmasche geht wie folgt: Wir stechen in unsere Masche ein, holen uns den Faden und maschen direkt ab. Das Ganze noch einmal. Faden holen. Direkt durch die Masche, so dass wir eng anliegende Maschen bekommen. Das Ganze 9-mal. Jetzt häkeln wir das Gelenk bzw. den Knick. Der wird wie folgt gehäkelt. Wir maschen einmal 2 Maschen zusammen ab. Wir gehen in die erste Masche, holen die Schlaufe, gehen in die nächste Masche, holen uns eine weitere Schlaufe und maschen die mit einem weiteren Faden zusammen ab. So entsteht eine Beuge und wir bekommen diesen Knick, den das Beinchen dann macht. Jetzt häkeln wir noch den Rest zurück. Das sind 8 Maschen. Und hier häkeln wir auch wieder Kettmaschen, bis wir am Ende angekommen sind. So, unser erstes Beinchen ist fertig. Den Faden etwas länger lassen, um ihn später an den Körper nähen zu können. Die Masche aufziehen und ich verknote den Anfangsfaden und den Endfaden zweimal miteinander. Und kürze dann den kürzeren, also den Anfangsfaden, einfach wieder weg. Und das Ganze wird jetzt noch 7-mal benötigt, insgesamt 8 Beinchen. Weiter geht's nun mit dem Körper.
Der Körper wird mit einem Magic Ring gehäkelt. In den Magic Ring werden 6 feste Maschen gehäkelt. Ihr könnt natürlich auch einen Fadenring verwenden. Der Matching Ring wird mit einer Kettenmasche geschlossen. In der zweiten Runde verdoppeln wir das Ganze. Auf 12 Maschen, indem wir in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Und auch hier das Ganze wieder mit einer Kettmasche schließen. In der nächsten Runde nehmen wir ebenfalls wieder zu von 12 auf 18 Maschen, indem wir immer im Wechsel eine feste Masche und in der darauffolgenden 2 feste Maschen häkeln. Kommen wir dann nach der Runde auf 18 feste Maschen. Also immer im Wechsel eine feste Masche und die nächste Masche verdoppeln. So, wir häkeln den Kopf, das heißt, wir machen jetzt nur eine Runde mit komplett 18 Maschen ohne Zu- oder Abnahme. Also ganz normal in jede Masche eine feste Masche häkeln. Jetzt wird in den nächsten Runden wieder abgenommen und zwar von 18 werden wir jetzt wieder runtergehen auf 12 feste Maschen. Das bedeutet, wir machen im Wechsel eine feste Masche und nehmen dann die nächsten 2 Maschen zusammen auf und ketten die zusammen ab. Eine feste Masche. Und die nächsten beiden Maschen zusammen aufnehmen, abmaschen und das bis zum Ende wiederholen. Jetzt benötigen wir ein bisschen Füllwatte, um das Ganze etwas auszustopfen. Ihr könnt auch Wollreste, Stoffreste verwenden oder auch Schaumstoff, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt.
Und in unserer letzten Runde maschen wir von 12 auf 6 Maschen ab. Das heißt, wir maschen jede Masche zusammen. Also immer die erste und die zweite zusammen aufnehmen und abmaschen. Den Faden natürlich wieder etwas länger lassen. Die Masche öffnen. Und den Faden vernähen. Damit wir das kleine Loch hier schließen, gehen wir einmal durch alle Maschen im Zickzack durch. Und ziehen das Ganze fest zu. So, fertig ist unser Köpfchen. Den Faden lassen wir erstmal dran, damit wir ihn später an dem Körper befestigen können. Der Körper wird ähnlich gehäkelt, eigentlich genauso, nur dass wir einfach mehr Maschen aufnehmen. Also beginnen wir wieder mit einem Magic Ring. Verdoppeln das Ganze auf 12. Dann in der dritten Runde wieder auf 18 feste Maschen verdoppeln. Wenn ihr bis 18 Maschen hochgehäkelt habt, nehmen wir in der vierten Runde wieder zu, von 18 auf 24 Maschen. Wir überspringen quasi die ersten beiden Maschen, häkeln ganz normal feste Maschen und verdoppeln dann unsere dritte Masche. Dann wieder zwei feste Maschen. Und verdoppeln dann wieder die dritte Masche. Das Ganze auch wieder bis zum Schluss. In der nächsten Runde einfach in jede Masche eine feste Masche ohne Zu- oder Abnahme, insgesamt 24 feste Maschen.
jetzt beginnen wir wieder mit der Abnahme unserer Maschen von 24 auf 18. Wir häkeln die ersten beiden Maschen ganz normal und maschen die dritte und die vierte zusammen ab. Zwei feste Maschen und die dritte und vierte Masche zusammen abmaschen. Das Ganze jetzt wie beim Kopf bis auf 6 Maschen runter. Bei den 12 Maschen könnt ihr mit dem Stopfen beginnen. Jetzt sind wir auf der vorletzten Runde mit den 12 Maschen. Jetzt wird der Körper wieder befüllt mit Watte wie beim Kopf. Und jetzt von 12 auf 6 Maschen runter. Den Faden einkürzen. Die Masche öffnen und dann das Loch wieder schließen. Und den Faden vernähen. Diesen könnt ihr dann auch komplett wegkürzen. Nun fügen wir die ganzen Teile zusammen. Wir nähen den Kopf an den Körper. Ich setze ihn etwas versetzt nach vorne. Achtet darauf, dass er fest genug genäht ist. Und dann wird auch dieser Faden einfach gut vernäht und kann dann weggekürzt werden. Nun nähen wir die Beinchen an. Und zwar an den Seiten des Körpers. Und zwar gehe ich hier einmal komplett durch den ganzen Körper durch auf die andere Seite.
Es ist etwas schwierig, aber man kann ganz gut an dem Faden ziehen. Und springe einfach einmal rüber und gehe wieder komplett durch den ganzen Körper durch und ziehe den Faden nochmal auf die andere Seite. Und kürze den Faden ein. Jetzt fehlen nur noch unsere Augen. Und einen Faden zum Aufhängen. Den Faden zum Aufhängen befestige ich zwischen Kopf und Hals. Und die Augen klebe ich einfach mit Heißkleber vorne am Köpfchen fest. Und fertig ist unsere kleine Halloween-Spinne. Fertig zum Dekorieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Erfolg beim Nacharbeiten. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.